Das Gefühl hatte ich natürlich gestern schon, als es passiert ist, während des Spiels, dass natürlich gerade bei unserem Trainer dann logischerweise dann nach dem Spiel dann medial und in der Öffentlichkeit eine gewisse Hysterie dann entsteht, weil er natürlich eine Vorgeschichte hat, die er sich natürlich auch selbst eingebrockt hat, das muss man auch korrekterweise sagen. Hört man auf mit Image-Schaden. Natürlich ist es in der Emotion heraus, passieren solche Dinge, die sollten normalerweise nicht passieren, aber wir haben halt einen Trainer, der nicht nur auf dem Trainingsplatz, auch in der Ansprache und dann noch logischerweise, wie viele andere auch in der Vergangenheit, gibt es so viele Beispiele, wo sich Trainer dann daneben benommen haben, da wird dann ein Auge zugedrückt und bei uns halt dann weniger. Und das will ich jetzt gar nicht so sehr kritisieren, weil das hat er sich natürlich auch ein bisschen verdient durch den Vorfall letztes Jahr, also im letzten Februar. Da müssen wir natürlich mit leben, da muss er natürlich auch in der Zukunft dann aufpassen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir natürlich einen sehr, sehr guten Trainer haben. Da muss er sich natürlich im Griff haben. Natürlich alles, wie gesagt, mit der nötigen Distanz, dass man jetzt nicht alles so sehr dramatisiert. Ich will gar nicht schönreden, ne? Das war nicht in Ordnung. Aber bei anderen Trainern wird das nicht so dramatisch gesehen. Also das wäre jetzt völliger Blödsinn, eine Weltuntergangsstimmung jetzt hier aufkommen zu lassen. Das gibt es ja nicht. Also wir haben ein paar Punkte zu wenig, das ist klar. Ein paar Punkte liegen lassen, ob in der Liga, aber auch in der Champions League. Aber wir haben schon bewiesen, nicht nur in den letzten Jahren, auch in diesem Jahr, dass wir es können, dass wir es besser können. Und das müssen wir natürlich tun.